Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Sword Art Online Re Holo Fragment. Ich freue mich einfach, dass ihr wieder dabei seid und heute werden wir das ein oder andere wieder machen. Nicht nur, dass wir die 93. Ebene clearen werden, nämlich ich habe jetzt die 93. Ebene geschafft. Wir können heute den Boss machen. Nein, denn wie ihr wisst, haben wir in der letzten Folge ziemlich viel abgegrast und somit können wir im Grunde jetzt diese Quest machen aus der Holo-Area. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, für die Leute, die sich nicht mehr dran erinnern können, das hier wollten wir nämlich in der nächsten Folge hier machen. Und zwar The Rumors of the Slate and Ruth hier, Grand Paradise in the North. Und die anderen vier Teile, die werden wir in dieser Aufnahmesession machen. Ich hoffe, es klappt. Außerdem habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Spielzeit, wie ihr gerade sehen könnt. Es ist nur ein bisschen mehr geworden, denn ich habe einiges gemacht. Zum Beispiel ist jetzt Philia auf Level 5, damit habe ich alle Charaktere auf Level 5. Philia, Asna, Silica, Lisbeth, Leva, Shinon, Yui, Steria. Klein habe ich jetzt nicht gemacht. Ich glaube, RG gibt es auch noch, aber egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch mit allen die Bettsequenz ausgelöst. Sprich, ihr wisst ja schon aus Holo Realization, da gibt es ja schon solche Bettszenen. Und das gleiche gilt ja natürlich auch in Holo Fragment. Hier hat das ja natürlich seinen Ursprung gehabt. Ich habe jetzt mit jedem Charakter, also den Charakter, den ich euch gerade vorgelesen habe, habe ich das jetzt ausgelöst. Und wenn noch etwas Zeit ist, dann werden wir es ebenfalls machen. Außerdem habe ich herausgefunden, ich wollte nämlich mit Lisbeth die Bettszene auslösen, denn war es gerade nachts und dann bin ich nach oben in mein Zimmer gegangen. Da habe ich aber auch dann nochmal eine Szene ausgelöst. Und zwar ist Kirito krank geworden und jeder hat sich natürlich darum besorgt. Das werden wir auch noch heute machen. Also ich habe ziemlich viel vor. Als erstes möchte ich zusammen mit euch die 93. Ebene clearen. Danach möchte ich euch, danach machen wir erstmal das, was denn so auf dem Plan steht, halt wieder Eggshop und Kiritos Zimmer. Das halt, was immer dran steht. Und dann würde ich das gerne in der Holo Area machen. Dann möchte ich euch, das zeigen, was Kirito, warum Kirito krank war. Dann wird es vielleicht noch die ein oder andere Quest geben mit Asuna, die vielleicht dran stehen wird, da oben bei der Holo Area. Das will ich auch eigentlich noch machen. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir die Bettszene. So, auf jeden Fall, ich möchte jetzt Join the Boss Battle. Außerdem habe ich, habe mich zwar über diese ganzen Teile informiert, worüber ich mich noch nicht informiert habe, ist diese Grand Crest, also die werden wir definitiv nicht machen. Ich habe mich aber informiert über diese komischen Kostüme. Ihr wisst ja, dass Silica und die anderen immer noch die Standardkostüme haben. Es gibt aber für jeden Charakter mindestens 3 Alternativkostüme. Ich habe auch mittlerweile so eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das Ding ist ich habe es aber noch nicht wirklich begriffen, wie das genau funktionieren soll. Deswegen möchte ich euch das erst demonstrieren, wenn ich denn das geschafft habe, das wirklich zu begreifen. Das ist nämlich ein ziemlich kompliziertes System. So, nochmal für die Leute, die gerade neu dazu sind. Eigentlich übersetze ich ja immer das komplette Spiel, aber diese Szene hier von Asuna ist immer die gleiche vor einem Bosskampf. Und deswegen werde ich die nicht übersetzen. Denn ich glaube, die ersten 3 Ebenenbosse haben wir das übersetzt. Und ja, warum sollte ich das 10.000 Mal machen? Trainieren konnte ich jetzt leider nicht. Ich habe jetzt zwar die Charaktere trainiert, ich habe mich halt ziemlich stark im Internet belesen, wie das hier funktionieren soll. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das mit Asuna. Zur nächsten Aufnahmesession, wenn es um die Boss der Ebene 94 geht, dann werde ich wahrscheinlich wieder trainiert haben. Ja. Der Boss habt ihr ja schon im Thumbnail gesehen, also ja, im Thumbnail habt ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen, aber da gerade links, das ist dann halt so eine komische Spinne. Für die Leute, die sich fragen, hey, wann willst du denn mit der Holo Area weitermachen, um Philia zu befreien? Das brauchen wir nicht mehr zu machen, denn das ist schon geschafft. Philia ist gerettet und das Einzige, was wir machen müssen, ist nur noch ein Grad zu besiegen. Yeah. Übrigens, wenn wir diese 4 Aufgaben, die da in der Holo Area drinstehen, gemacht haben, dann triggern wir weitere Sequenzen. Also das sind dann triggern wir weitere Aufgaben in der Holo Area. Um jetzt mal gut zu leben uns, ne?
So. Bossfight. Gegen. The Lava. Creeper? Hajime Yoka. Ja, das war mal wieder klar. Es hat wieder so eine Schutzform. Meine Hoffnung ist natürlich, dass wieder keiner stirbt. Aua, der hat mich eiskalt gestunt. Ja, das kommt jetzt ein bisschen später aus dem Haar. Hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können? Ich hatte nämlich überlegt, ah komm, jetzt kannst du ihn stunnen. Aber Asen hat ja bisher nichts gesagt. Also es ist diese Alternativkostüme, also es sind halt direkt, es nennt sich halt direkt Alternativkostüme, die Asna und die anderen bekommen können. Das gilt übrigens nur für Phileas, Daria, Silicon, Lisbeth und Asna. Diese Alternativkostüme. Die anderen bekommen keine Alternativkostüme. Also jetzt zum Beispiel wie Argo oder Kleiner und der Kirito. Das sind jeweils Angriffs- und Verteidigungs- und Buff aus Kleidung, was ich bisher mitbekommen habe. Aber ich möchte euch jetzt nicht irgendwas Seltsames sagen. Also ich höre jetzt erstmal damit auf, über diese Kostüme zu reden. Ich werde euch das dann genauer erklären, wenn ich das dann genauer weiß. Natürlich wollen wir auch noch die Implementation Skills machen. Und wir haben ja noch ein bisschen was zu tun in dem Spiel. Auch wenn wir jetzt schon auf Ebene 49, danach auf Ebene 94 sind, das klingt zwar noch, das klingt zwar viel, aber das Let's Play müsste ja mittlerweile über 100 Parts sein, ne? Und ich denke, wir werden noch bis, was soll ich denn schätzen? Das ist schwer, das Let's Play zu schätzen, dadurch, dass halt eigentlich noch viele Aufgaben sind. Also ich würde jetzt mal sagen, Ebenen haben wir ja noch drei, also danach haben wir ja noch 7 Ebenen, ne? In Kombination, wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, dadurch, dass wir noch die Endsequenzen machen wollen, lass mich mal überlegen. Ja, also 14 Stunden werden wir definitiv locker noch brauchen, 15 Stunden, also ich denke mal noch 15 Stunden circa. Was? Das jetzt, diese Auffolgen jetzt rausgerechnet. Mit den Folgen raus mitgerechnet vielleicht noch 20. Also das heißt, dass wir so am Ende vielleicht bei 130 Parts sind. Klingt im ersten Moment ziemlich viel für ein Let's Play, aber wenn ihr euch mal im Internet rumguckt, das ist schon ziemlich heftig. Also ich bin dann, wenn ich dann am Ende mit 130 Parts da stehe, bin ich eigentlich noch der YouTuber mit den wenigsten Folgen. Weil, wenn ihr euch mal im Internet so ein bisschen durchlest, die anderen Let's Player, die das Spiel Let's Played haben, meistens auch auf der PlayStation Portable? Wo ist das Spiel erschienen? Vita oder Portable? Auf jeden Fall, die haben so um die 200 Parts. Soweit werden wir nicht jetzt sehen. Also, dass jetzt hier noch das Doppelte kommt. Soweit, wir sind hier schon deutlich weiter im Spiel. So, wahrscheinlich wird jetzt wieder eine Sequenz getriggert, wie immer. Nö? Okay. 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 Use the teleport stone to the sky loft. Oh. Aber da steht jetzt ohne Philia, oder wie? Da steht zwar jetzt, wir sollen jetzt nicht in den Agile Shop oder zu unserem Haus da. Also zu unserem Ding. Aber ihr wisst ja, da wird trotzdem immer was getriggert. Auch wenn es nicht da steht. Finde ich ein bisschen nervig, aber ist halt immer so, ne? Und ich muss euch das ja zeigen, ansonsten kann ich nicht in den Hergeschirr. Ah ja, hi, Silica. So, schauen wir mal denn mal was. Was geht's denn heute? お出かけしようじゃありませんか。
ちょっと違う気が… ですね。あの、今日一日お暇ですか？ よかったら2人だけでお出かけとか。 それで、やっぱりあの服は買っておこうと思って、急いでお店に戻ったんです。そしたら、ちょうど目の前で売り切れちゃって。店員さんに、次の入荷はいつ頃になりますかって聞いたんですけど、 素材を使ってるらしくて、今回何着か出てたのも奇跡みたいな状態だったらしいんです。あ、いえ、キリトさんに取ってきてもらいたいって意味じゃないです。 すみません。それにその服、プレイヤーのワンメイク品みたいなものですから、材料だけあってもダメなんです。いえ、そう言ってもらえるだけで、 実はこの話、続きがあるんですよ。何日か経ってから、またその店に行ったんです。そしたら… ピナが暴れるなんて滅多にないんですけど。
ません。ごめんね、ピナ。ほら、こっちおいで。ありがとうございます、キリトさん。ピナ、ごめんね。してもらってないって言ってるみたいです。それで、今回はなんていうか、こんなになっちゃったんですけど、また一緒にお散歩に付き合ってもらえますか？
ちろんです。